Herzlich willkommen zu Santiagos Adventskalender. Ich bin Knichel, Schauspieler, Moderator und Sprecher. Ich habe schon so einiges mit Santiago gedreht, zum Beispiel für Kika in der Sendung Leider Lustig. Da haben wir einen sehr witzigen SpongeBob-Sketch gedreht. Und außerdem könnt ihr auch ein paar Videos von uns auf meinem YouTube-Kanal finden, der da auch Knichel heißt. Und ich wünsche euch hiermit viel Spaß mit dem fünften Türchen. Hey, ich kann auch Rock'n'Roll! Hallo Leute, bevor es mit der dritten Staffel von Leider Lustig mit Marty Fischer weitergeht, zeige ich euch nochmal, wie der Drehtag war, in dem Santiago Ziesma mitgespielt hat, der deutschen Stimme von SpongeBob, Schwammkopf und Ferkel etc. Viel Spaß! Wir sind ja am Set von Leider Lustig und drehen heute Leider Lustig. Wir drehen Porno. Haben wir dir gesagt, damit du mitmachst. Ja. Achso, ja, könnte man denken. Das ist übrigens mein Haar, das ich bekomme. Ich bekomme Haar. So, ich darf jetzt erstmal keine Mimik mehr machen. Denn jede Mimik würde mein Bart zerstören. Okay, Junge. Okay, komm her. So weg, Muffig. Oh nein. Jetzt werde ich bestimmt hart rangenommen. Oh, ich sehe schneide ich aus. Aerodynamisch. Schneide ich aus. 5 Euro. 5 Euro. Toll. Was denn? Ich habe nur mal gesagt 5 Euro. Ich habe gar nicht gesagt, wofür. Und wofür? Was? Wofür? Krieg ich von dir, wenn du das da ableckst. Für Phase, Sigi. Und jetzt sitze ich hier mit dem Ding. Mit deinem Pinsel. Ja, ja, klar. Dein Gesicht war auf der Titelseite der Bildzeitung. Du bist der Steinewerfer und der Schamstraße. Geht? Wo hast du eigentlich den Schlüssel? Das chinesische Schlüsselchen. Ach so, hast du war wirklich im einen? Chinesischen Schlüsselchen. Das ist der einzige? Diese Handschellen sind nicht mit Draht zu öffnen. Okay. Das klingt toll. Wollen wir ihm den Schlüssel nicht geben? Nein. So, hier haben wir übrigens den lieben Santiago. Einen wunderschönen guten Morgen. Den kennen einige wahrscheinlich so, ne? Zumindest die Stimme. Oh, ja. Jetzt ist es raus. Oh, verdammt. War er das etwa? Sieht das nicht heiß aus? Ja, das sieht nicht heiß aus. Aber er spricht fließend Deutsch. Wir drehen heute übrigens ein Porno. Ach so. Sieht man noch. Da bin ich mal gespannt. Ach so, jetzt sind die Kameras wieder aus. Sofort Stichwort. Ich meine, wir drehen hier Promo. Promo, das habe ich gesagt. Ja. Immer diese Fremdwörter. Ja. Ich glaube, ich bin hier im Bikini Bottom, echt. Wie bitte? Er da? Keine Gürtchen. Er da. Kein und dann Gürkchen. Hier wirklich Dumburger. Ne? Es gibt wirklich keine Gürkchen. Echt keine Gürkchen drauf getan. Keine Gürkchen? Ja, ja. Dass ich auch immer erst grob werden muss. Du hast ja jahrzehntelang Pumuckl synchronisiert. Ne? Pumuckl. Und jetzt musst du das erste Mal SpongeBob. Ja, machen. Das ist eine Herausforderung. Ja. Die Latte hängt hoch. Bei mir übrigens auch gerade. Wie hast du dich auf deine Rolle vorbereitet? Ich habe das Skript gerade eben mal angeguckt. Bleib einfach, wie du bist. Einfach cool, ja. Können wir gar nichts. Ich sag nichts, Mann. Auf den Punkt gesetzt. Ah, ja, hier. Schwammköpfe hier. Wen jetzt wie ein Schwammkopf? Wie bitte? Könnte aber auch so ein Kostüm sein für so eine schlechte Porno-Parodie, ne? Promo. Er meint Promo. Pass aber auf, dass du keine Fliegenbeine reinmachst, ne? So ist AC/DC und ja, wir lassen es bei AC/DC. Hey, ich kann auch Rock'n'Roll. Thaddäus, wo ist deine Band? Sie konnten nicht kommen, sie sind tot.
Ach, und wer sind die? Das ist meine Band. Aber wie schmeckt der denn? Nein, aber ich dachte nicht. Also ich finde, das sieht aus wie Armer Ritter. Oder? Das ist doch Armer Ritter. Okay. Also, sehr Armer Ritter. Das ist Armer Ritter. Okay. Ja? Okay. Ja. Okay. Bitte gut, Korb und der Gangster schon mal mit reinkoppen. Yeah, reinkoppen. Ach so. Hallo! SpongeBob! Ja, also der Dreh war definitiv leider lustig. Der ist auch leider lustig. War wirklich sehr, sehr lustig. Wie man es ihm auch ansieht. Wie der ganze Sketch dann fertig aussah, das könnt ihr übrigens online sehen auf www.zdftv.de. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr die Folge mit Santiago Ziesmer sehen. Viel Spaß dabei und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Knieche.